Scheiße. Nein, 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 er fällt! Nein! Warte! Fuck! Nein! Was ist denn Scheiß, Mann? Das ist so verpackt. Ich will hier rein. Komm, bitte, bitte, komm. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu Hello Neighbor. Wir sind hier unten an dem Fuße der Leiter angekommen und wollen nur nach oben. Die Lichter blockieren mich irgendwie. Es ist ein bisschen buggy, dieses Hochklettern. Aber es geht. Es geht. Es hält sich in Grenzen. Okay. Oh, shit. Was kann ich hier machen? Ah, hey, okay, 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 schön offen bleiben, offen bleiben. Okay, und wir können noch weiter hoch. Komm, wir können ganz... Können wir nicht? Okay. Irgendwas blockiert. Ah, wisst ihr was? Der Griff blockiert uns, der Schalter. Ist das geplant, dass der einen blockiert? Okay, warte. Scheiße, Mann, ist das kompliziert. Nein! Oh Gott! Was? Ich bin einfach verreckt. Ich bin echt einfach gestorben. Okay, Achtung, Speedrun. Der ist da hinten irgendwo. Ja, ja. Krass, man kann Fall Damage bekommen. Das sagt einem wieder keiner, ne? Wie komme ich denn jetzt hier rein? Hallo? Wie? Nein, 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 nein! Hör auf! Scheiße. Nein, 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 er fällt! Nein! Warte! Fuck! Nein! Ist das geil, Mann? Das hört sich so ultra krass an. Oh fuck, ich hab's zugemacht. Nein. Oh, stellt euch vor, ich mach das beim Sterben zu. Oh Gott, da ist er. Da außen ist er. Nein. Ja. Guck, wie er reinguckt. Ich muss es offen lassen. Ah! Geh auf. Okay, okay. Ich wollte es nur offen lassen. Ich frage mich, ob der hier hoch kann. Ey, wenn ich hier... ich dachte, wir fallen. Wenn ich hier drin stecke und der kommt hochgekrabbelt, dann greife ich aber wie ein Mädchen. Das glaub ich mal. Okay, ich komme hier nicht vorbei. Oh Gott, der ist da unten. Halt dich. Ich stecke hier drauf. Scheiße. Verpiss dich einfach, Nachbar. Geh einfach weg. Ja! Wer ist der Beste im ganzen Land? Gott, kommt der die Treppe hoch? Nee, oder? Er ist nicht mehr da unten. Okay. Leute, ich hab so Schiss, ne? Wenn der jetzt da hochkommt. Komme ich hier raus? Nee, ne? Okay. Kann ich das hier irgendwie kaputt schmeißen? Wow, das ist ja total stabil, so der Scheißdreck, ja? Vielleicht muss ich hier die Bahn fahren, aber was ist das? Was macht... Können wir da... Okay, wartet. Soll ich es anlassen oder ausmachen? Ich habe keine Ahnung. Ich lasse es erstmal aus. Wie raffiniert die schon wieder sind, die Schweine, ne? Ja, da komme ich doch nie im Leben hoch, oder? Da muss ich von den komischen Turm bauen, um da mal was reißen zu können. Kann ich den Stuhl nehmen? Nee. Doch! Stuhl. Warte kurz. Geh nicht so tief, Stuhl. Fuck. Nein, Kisten! Oh, was für eine Sauerei. Okay, wartet. Fuck, ich will dich abstellen. Schwester, nur das Ding, komm. Was? Oh Gott! Ja? Ah, ich dachte, er fällt vielleicht richtig. Ja, jetzt geht's. Hier kann er auf einmal stehen. Okay, pass auf. Nein. Wie, der ist, ich bin schwer. Oh, super, ich falle einfach die Treppe runter. Okay, wartet. Die Kisten sind besser zu stapeln. Zwei. Jetzt gucken wir mal direkt, wie hoch wir damit kommen. Ach ja, schon sehr hoch. Guck mal, ich kann mir die Kisten von hier oben nehmen, um meinen Turm zu verfeinern. Das sind gute Kisten hier oben. Die kannst du super stapeln. Möchte, die sind eckig. Die sind viel besser wie die... Fuck. Na also, es geht doch. Oh fuck. Ich hoffe, dass der Neighbor hier einfach nicht hochkommt. Weil natürlich... Alter, ich bin fast ein Tier gewesen. Warte kurz. Bevor wir jetzt da oben reingehen, will ich kurz noch gucken, was hier unten so ist. Okay. Okay. Komm, wie hoch wir sind. Ach du Scheiße. Man glaubt, man rutscht da runter. Ja, ne? Bestimmt. Ja, naja, bestimmt fällt man da runter. Was ist hier? Hier geht's auch. Oh. Okay, da ist ein offenes Fenster. Da könnten wir rein. Da unten ist ein Balkon. Da könnten wir rein. Da liegt irgendwas. Da ist irgendwas. Vielleicht nur so eine Figur oder so, aber ich will erst noch da oben hin. Das scheint hier direkt so ein ultramäßiger Secret-Raum zu sein. Ja, komm, du musst dich auf... Ach, das muss so leicht angeschrägt sein. Geht das? Nee, es hält nicht. Boah, das ist krass, der rutscht einfach dann vorbei, ne? Ich weiß nicht, ob man hier überhaupt über so eine Kante springen kann, ohne dass man da voll reinflatscht. Ich glaube, ich habe da eine etwas bessere Idee. Geradeaus kann ich ja recht weit springen. Dann springe ich lieber von diesem Berg hier da rein. Ah ja. Okay, was ist hier oben? Hier ist ein Magnet. Oh shit, der hat uns alles abgenommen. Oh krass. Grüner Schlüssel, ja. Halt, den nimmt er uns ja eh ab, oder? Kann ich ja irgendwas aufheben? Nee, krass, was ist hier? Schon wieder so ein Loch. Wie kriege ich das Ding aus? Ist laut. Das heißt, ich kann hier auch nicht die Fenster zerschlagen, weil ich ja... Obwohl doch Holzgegenstände? Kartons? Hallo? Ich kann es nicht aufheben. Ich kann den Scheiß nicht aufheben, ne? Ist der Schlüssel vielleicht in mich hineingestuckt, dass ich... Wahrscheinlich hebt der Magnet einfach die Kraft des Aufhebens komplett auf hier für diese Zeit. Oder auch nicht. Sehr wunderlich, aber egal. Ich will jetzt mal hier lang gehen. Nein, kurz den Kopf angestoßen. Shit. Okay.
Glaubt ihr, man kann zwischen den Schienen durchfallen? Das würde ich jetzt nicht testen, aber es wäre natürlich echt eine Schweinerei, wenn das gehen würde. Okay, ich will jetzt da auf den Balkon. Ha! Tsching! Guck mal, wer da reinguckt. Ich kann ihn nicht. Ich kann nichts bewegen. Kann nichts machen. Ich glaube. Wow. Ich glaube, das ist. Jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. Bam. Da ist eine Leiter. Bin ich blind? Ich dachte die ganze Zeit, das ist mein einziger Ausweg und hier neben ist eine Leiter. Wow, wow. Mate. Bist du behindert? Er lässt sich einfach fallen. Ich wollte es gar nicht. Ich wollte da gar nicht hin. Was ist das? Okay. Krass, ich bin auf dem Dach. Okay, warte. Aha. Guck mal da. War das vielleicht das Ding für den... Ihr wisst schon? Möglich wär's. Und da oben brauche ich was, um da hinzukommen? Es geht jetzt nicht zufällig vielleicht... nee. Wahrscheinlich war das diese Zufuhr, die ich gekappt habe, oder? Warte, was ist eigentlich hier draußen? Ah, es ist geil, dass man uns hier oben scheinbar nicht kriegen kann. Hier können wir einfach ganz genüsslich vor uns rumbauen und uns umgucken. Ah, da könnte ich wieder auf die Schienen springen. Aber ich komme da nicht vorbei, okay. Jetzt will ich gucken, ob man hier runterrutscht. Ja, man rutscht da runter, okay. Oh mein Gott. Ich bin einfach runtergesprungen. Ich bin vielleicht da. Wartet. Schnell. Hoffentlich ist er nicht hier in der... Hallo? Ich bin draußen, Sir. Ich bin draußen. So, vielleicht können wir jetzt das Ding ausmachen. Hier, was macht man hiermit? Es ist aus. Also, ich mach's mal an. Um zu gucken, ob oben irgendein Unterschied festzustellen ist. Glüht das Teil noch? Es ging ja immer inzwischen zwei Drähten. Sieht so heiß aus. Hot Wire. Was von da hinten? Was für ein Aim-Profi. Krass. Oh Gott. Go away, Snitch. Ach, dann jetzt renne ich einfach voll durch und geh hoch, oder? Soll ich's machen? Ich mach's. Boah, ich bin so krass. Ich bin so krass. Oh mein Gott, ich bin so ultra krass. Okay. Verpiss dich, Alter. Gut. Ah, jetzt kann ich hier vorbei. Ah ja. Warum kann ich denn jetzt hier auf einmal vorbei? Es ist so hilfreich, hier oben zu sein. Ich will mich mal richtig umgucken. Ich will hier hin. Geht gar nicht, okay? Gut, ich komme hier nirgendwo durch. Das ist halt blockiert. Ja, gut, okay. Vielleicht haben wir jetzt den Ding ausgemacht, den Magneten. Wir schauen mal, weil jetzt haben wir immerhin diese Hacke. Hört sich nicht so an. Wenn die so heiß ist, muss die vielleicht im Wasser oder sowas gelegt werden. Nein, meine Kartons, nein! Ach komm, ihr könnt schräg bleiben. Ihr wisst es genau, ihr müsst nicht gerade sein. Um genutzt werden zu können. Ah! Hier ist erstmal nichts zu holen, okay. Dann lasst uns einfach nochmal rausgehen. Also halt, hier kommt man ja auch irgendwo hin, ne? Aufs Dach. Okay, komm, ich will mal gucken, was hier passiert. Okay, nichts. Was habe ich jetzt hiervon? Nein! Oh Gott, ich habe... Oh, meinen Tod wahrscheinlich, ne? Ich muss mir jetzt einfach mal von außen den Überblick verschaffen, wo ich überhaupt gerade war, was ich gemacht habe und wie ich heiße. Guck mal, da hinten ist so ein kleiner versteckter Raum noch. Neighbor, ich bin hier nur und chill, gell? Auf diesem Plateau waren wir vorhin, als wir rausgegangen sind. Hier oben aus dem Dach, da ist das Loch im Dach. Gut, ja, okay, es bringt jetzt nicht so viel, hier außen rumzurennen. Ich muss rein und mehr Jump-Action machen. Vor allem muss ich den Strom ausmachen. Also wir wissen, dass das hier schon mal nichts gemacht hat. Jetzt machen wir mal das Ding an. Oh, fuck, oh no, oh no, shit, dude. Seine Tür ist noch zu, das ist jetzt blöd. Ich werde jetzt direkt hier vor dem Eingang oder Aufgang. Er kommt. Nein! Oh Gott, nein. Nein, hör auf zu fallen. Oh, da steht er. Ich komm nicht hoch. Okay, ich spring gerade hoch. Ist das ein Scheiß, Mann? Das ist so verpackt. Ich will hier rein. Komm, bitte, komm. Unter der Sound, weißt du? Ja, sehr gut. Was war noch hier unten? Ich war eben auf diesem Dach, okay. Ich will wissen, wo diese Leiter hinführt, die wir da eben besucht hatten. Wir können auch hier runter. Kann ich jetzt auch umspringen? Wahrscheinlich eher schlecht. Mein Sprung... Ah, aber ich könnte hier auf die Kante springen und dann da rein. Ich will hier aber erstmal kurz gucken, was wir hier unten bei der Ding noch so vorfinden. Krass, man kann so brutal springen. Okay, hier... Guck mal, ist das wieder zu? Er hat hier wieder zugemacht. Hier können wir nicht viel machen im Moment. Shit, Mann, die ist einfach runtergefallen. Was können wir hier... Okay. Warte, wir müssen... Was? Was geht ab? Warum fall... Was ist hier los? Was ist... Oh, ich bin gerade voll gebackt. Warte mal, ich nehme die Kisten, die da hinten dran liegen, dann machst du weg. Kann ich hier durchgucken? Ja. Hier steht direkt was. Das könnte mich möglicherweise komplett versperren. Ja, ich glaube, hier soll man nicht reinkommen. Warte mal, kann ich... Ja, ich kann sogar durch die Wand einfach die Sachen aufheben. Das ist so geil, Buggy. Aber hier komme ich nicht hin. Nee, das kriege ich nicht hin. Okay. Jetzt schauen wir mal, was hier unten... Whoop. Warte mal, was haben wir eigentlich noch hier? Oh, der Raum sieht auch interessant. Nee, das ist der normale Aufgang, ne? Da ist noch eine Tür, okay. Aber jetzt gehen wir halt mal hier rein. Guck mal, hier ist irgendeine Schaltzentrale. Schade, hier ist zu. Ich schmeiß den dann mal runter. Okay. Ja, jetzt fährt die Bahn.
Los. Bahn. Fährst du los? Gut. Wenn wir Glück haben, reißt jetzt die Sachen ein, die uns oben versperrt haben. Auf der Strecke, wisst ihr? Okay, Achtung, ich versuche auf das Blaue zu fliegen. Ja. Ja, ich bin draufgekommen. Guck, wie wir da unten stehen. Ich bin ganz schön beiß auf hier. Sie brechen einfach... Ja, die Bahn hat da gerade was runtergeschmissen. Sie brechen einfach in mein Haus ein, da. Ha! Oh Gott, bin ich ein Meister der keine Ahnung, Analkunde oder sowas. Oh fuck, dude. Oh fuck, where he is here? I don't know where he is, but my boy, but just maybe. I can go here up. Oh fuck, er schifft! Fährt die Bahn noch? Ja, die Bahn fährt noch, sehr schön. Er hat es also gar nicht mehr verändert, das was da oben durch uns geändert wurde. Da fährt sie. Und sie hat auch den Weg frei gemacht. Das heißt, wir können jetzt einfach über die Schienen weitergehen. Ich werde uns einfach direkt wieder hier reinschmeißen. Ich hoffe, er steht jetzt nicht sofort wieder hier direkt neben uns. Fuck! Oh, er hat uns gesehen, er hat uns gesehen. Die Leiter macht mich echt fertig. Dieses typische Gefühl, dass von unten irgendwas kommt und dir in den Sack beißt. Ja, ja, danke. Okay, wir warten einfach mal, bis er zukommt und den Sitz umhaut. Da kommt er. Oh nein, Zug, was machst du? Darf ich mitfahren? Ich kann mit. Hey! Was? Nein! Stehen geblieben! Zug! Oh, da wird es wichtig, da wird es wichtig. Guck mal, er fährt einfach. Aha. Ach so! Neo war, ist da vorne. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo das ist. Oh fuck, wo ist der Zug? Hoffentlich nicht hinter uns. Oh Gott, wo ist der scheiß Zug? Hat der sich gebeamt oder was? Ah, jetzt sind wir hier. Aha, aha. Guck mal, er hat sogar Rolltreppen. Okay, wartet, wartet. Ich muss mich ganz kurz ein bisschen concentraten. Weg, ja, brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich gar... Oh, fuck. Jawoll. Jetzt können wir hier in dieses Zentrum der geistigen Umnachtung gehen. Aber nichts machen, weil der Zug ist ja eh unterwegs. Da ist er ja. Zügli, ich will mitfahren. Nein. So. Boah, cool, cool. Leute, fahren mit. Guck mal da. Ja gut, ich meine, es gibt jetzt nicht viel zu sehen, weil wo er hier durchfährt, das kennen wir ja alles. Nein, ich wollte an das scheiß Ding. Egal, hier werde ich aussteigen, wenn ich hier aussteigen kann. Ja, hier steige ich aus. Es ist auch nicht so cool, mit dem Zug zu fahren. Ich will abchecken, was wir von hier oben alles erreichen können. Das ist der Raum, wo ich vorhin rein wollte, der hier. Guck mal, jetzt können wir hier hin. Jetzt gehen wir einfach mal, halt. Ah, und da ist dieses andere kleine Stück. Okay, bitte sei offen. Ja, wir sind auf der richtigen Seite der Tür angekommen, sehr gut. Okay, der Nachtraum, der nachtaktive Raum. Was ist das? Kann man da mit Mary Poppins spielen? Nee, oder? Doch! Doch, kann man! Och, nee. Damit kann man Mary Poppins spielen. Ja, okay, ich komme jetzt hier nicht mehr weiter. Also jetzt speziell genau hier. Aber guck mal, was wir... Oh, ist das cool. Guck mal, was wir hier noch haben. Guck mal hier. Och, jetzt sei doch nicht zu. Warum ist denn jetzt jede Tür auf einmal zu? Und wo gingen die Rolltreppen hin? Scheiße, Mann, das habe ich da gar nicht mehr... Nein, Nachbar, das bin ich nicht. Was kriegen wir denn hier, wenn wir dafür bezahlen? Dein Scheißraum. Nee, nee, den kann ich gerade mal vergessen. Guck mal hier, ich kann mich hier fast reinpacken. Oh, guck mal, damit, ich kann mit dem Teil auf den schiefen Bahnen stehen. Oh, nicht wirklich, nicht wirklich. Was haben wir denn da? Ha! Oh, ich bin Mary Poppins jetzt ohne Witz. Krass, wie ich geflogen bin. Der DV. Yeah, wir gucken ein bisschen der DV. Blümchen, okay. Bitte, komm, hier muss offen sein. Was? Der hat einen ganzen Gang hier. Wow. Ich dachte eben, da steht jemand. Und wie komme ich, wo kann ich jetzt noch von hier hin? Nirgends mehr hin, das war's. Was ist mit der Kiste da oben? Okay, passt auf. Mary fucking Poppins ist an der... Oh. Ah. Was ist hier mein Do? Wo sind wir denn hier, Leute? Sag bloß, wir sind jetzt hinter dem... Okay, Gold, 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 Gold. Keine Ahnung. Glaubt ihr, wir sind jetzt hinter der Tür, die wir nicht durchdringen konnten? Von innen? Wow, diese Tür bringt uns ja unglaublich... Ah, vielleicht ist da noch was hinter dem Bild. Ja, wir sind hier hinter dem Gitter. Das wollte ich eigentlich sagen. Ach, guck mal, hier ist doch offen. Nee. Ich glaube, wir hätten hier die ganze Zeit reinspringen können, ne? Jetzt mal ohne Witz. Oh! Schlecht. Schlechte Idee. Weiß nicht, ich bin noch so bescheuert, mach das auf. Ich glaube, man kann hier von der Kante auf die Kante, also auf die Lampe springen und dann hier rüber. Dann gehen wir mal drüber wieder, Pivot. Oh no. No. Jetzt können wir nie wieder sterben hier drin, weil ich den Schirm des Todes dabei habe. Ah, Zug, du kommst gerade richtig. Zug, warte. Oh, fuck. Es ist so typisch, ne, mit der Deutsche Bahn. Du willst irgendwo mit dem Zug fahren und dann fliegt er fort durch. Fahr euch weiter, Zug, fahr euch weiter. Ich spiele mal im Schirm, fahr euch weiter. Es ist geil, dass man so schnell rennen kann. Wir können eigentlich so schnell rennen wie der Zug. Da oben hängt das Ding. Okay, dafür bin ich ja insgesamt einfach zu niedrig, ne? Okay, wartet ab. Wir sind jetzt hier. Jawohl, hier haben wir noch ordentliche... Guck mal, hier sind wir auch nicht gegangen. Okay.
Was ist das hier für ein Raum? Sieht aus wie sein Bett. Wir haben hier sehr viele Wege, die wir noch gehen können. Und eben unter anderem hier die, ja, die Rolltreppe, die hier um die Ecke führt. Das sehen wir nächstes Mal, Leute. Ihr wisst ja, wie es ist. So ein bisschen Spannungsbogen und sowas. Nächstes Mal geht's hier an der Stelle weiter. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Scheiße, die Augen schon wieder. Das ist, nee. Die werden direkt trocken, wisch.